Bitte, Frau Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, am Beginn der Pandemie gab es so etwas wie eine Vereinbarung zwischen den BürgerInnen und der Regierung. Und die ging so: Die Bürgerinnen und Bürger sind solidarisch, sie schultern Auflagen und Einschränkungen bis weit an die Schmerzgrenze oder darüber hinaus zum Schutz für alle. Und dafür unternimmt die Regierung alles, was möglich ist, um Schutz zu gewährleisten und Härten abzumildern. Diese Verabredung ist einseitig zulasten der Bürgerinnen und Bürger aufgekündigt. Hilfen kamen zu spät oder sie kamen unzureichend. Stattdessen kamen im März Lockerungen wieder besseren Wissens und wieder besserer Wissenschaft. Mehr Infektionen, mehr schwere Erkrankungen wurden zugelassen. Und jetzt? Menschen, die auf Intensivstationen liegen, die zu Hause mit der Krankheit kämpfen, die Spätfolgen haben, werden Ärztinnen und Ärzte, die am Ende sind. Ich mache mir wirklich große Sorgen mit vielen hier, aber ich finde, es muss eben auch entsprechende Maßnahmen geben. Menschen schlagen sich gerade mit dem letzten Cent durch. Theaters, Kinos, Kultureinrichtungen, Restaurants, Cafés, Geschäfte geschlossen seit Monaten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ganz persönlich. Meiner Seele fehlen auch Begegnungen, auch zufällige Resonanz, Live-Musik. Aber so vielen fehlt vor allem die Aussicht und das Vertrauen, dass es gut werden wird, dass es funktionieren wird, dass wir uns hier wirklich gemeinsam anstrengen, meine Damen und Herren. Und es sind inzwischen 80.000 Tote, die wir betrauern, Väter, Mütter, Großeltern, Freundinnen, Freunde, Menschen, die einen großen Teil ihres Lebens noch vor sich hatten, Menschen, die uns fehlen werden, ihre Ideen, ihre Hoffnungen, ihr Lachen und ihr Beitrag für das danach. Das Gesetz, das wir heute hier diskutieren, ist nicht genug. Es reicht nicht aus, um die dritte Welle wirklich zu brechen. Es ist nicht das Alles-Tun, Frau Merkel, was Sie hier heute Morgen gesagt haben. Und wir alle hier, bis auf ein paar notorische Leugner oder Querideologen, wissen, wir müssen mehr tun, um die Zahlen wirklich und dauerhaft nach unten zu bringen. Bis jetzt ist es ein Infektionsschutzgesetz, das nicht ausreichend schützt. Es ist nicht konsequent genug. Es kommt ja zu spät. Es ist ein Notbehelf. Und es ist nicht die dringend benötigte Strategie für die nächsten Monate mit Stufenplänen, mit Aussicht, mit Klarheit, was zugemacht werden muss und wann was geöffnet werden kann. Eine Inzidenz von über 100 ist zu spät, um erst zu bremsen. Wir müssen konsequent zurück auf 50, besser noch auf 35, mit entsprechenden Schritten von Öffnungen, mit Möglichkeiten, mit Testungen, ja, und natürlich mit sehr viel mehr, sehr viel konsequenter Impfungen, überall dort, wo es geht, meine Damen und Herren. Ja, wir waren als Grüne immer für eine einheitliche, transparente, nachvollziehbare bundesweite Strategie der Bekämpfung der Pandemie, aber sie muss eben auch wirksam sein. Wir bekommen sie leider erst in der Not, und dass es nicht möglich war. Und das sage ich hier an die Adresse, die AfD, von der habe ich nichts anderes erwartet, aber auch von Herrn Lindner und Herr Schneider hat sich leider auch so geäußert, dass es nicht möglich war, sehr schnell in dieser Woche, von mir aus in 5 Nachtsitzungen, dieses Gesetz zu beschließen, damit es sehr schnell wenigstens das auf den Weg gebracht werden kann. Da fehlt mir jedes Verständnis, meine Damen und Herren. Wir erwarten das von anderen ja auch. Wir erwarten von Eltern, dass sie irgendwie über Nacht wieder organisieren, wie es mit der Schule oder der Kita wird. Wir erwarten, dass Geschäfte sofort schließen können. Und deswegen finde ich wirklich, es kommt jetzt auf jeden Tag an. Und das kann man nicht nur sagen, da muss man auch was tun dafür. Dennoch, der vorliegende Entwurf muss dringend nachgebessert werden. Eine Notbremse, die wirksam ist, sieht anders aus. Und da geht es zuallererst für mich um die Kontakte in der Arbeitswelt. Die müssen maximal rechtsverbindlich runter und der Schutz muss hoch. Und dafür muss dieses Gesetz sorgen. Ob Kanzlei oder öffentlicher Dienst, mobiles Arbeiten und Homeoffice muss Pflicht sein und das muss auch kontrolliert werden, meine Damen und Herren. Und dort, aber nur dort, wo dringend vor Ort gearbeitet werden muss, muss getestet werden. Und es muss auch klar sein für beide Seiten, dass getestet werden muss. Auf der Baustelle muss doch auch ein Helm getragen werden. Und in Pandemiezeiten muss eben getestet werden. So einfach ist das. Und da reicht eben kein Angebot aus. Wir wollen ein Gesetz, das nicht wartet übrigens, bis die Schule gänzlich in Flammen steht, bevor jemand nach dem Feuerlöscher greift. Erst ab einer Inzidenz von 200 zu handeln, ist zu spät. Das ist kein Schutz für Schülerinnen und es ist auch übrigens kein Schutz für die Eltern, meine Damen und Herren, für die Gesundheit unserer Kinder. Morgens testen mindestens 2-mal die Woche muss immer und ohne Inzidenzwerte selbstverständlich sein, auch in Kitas. Ohne Tests kein Präsenzunterricht.
Und wenn Sie mich fragen, wir reden ja hier nur über die Frage der Notbremse ab 100. Wenn Sie mich fragen, in den Schulen müsste eigentlich klar sein, Wechselunterricht ab 50. Wechselunterricht bei über 100 geht nur mit sehr verbindlichen Hygienekonzepten, geht nur mit Tests, geht nur in festen Gruppen und eigentlich auch nur mit Luftfiltern, meine Damen und Herren. Bitte, wir wissen, dass die Mutation jetzt sehr stark Kinder betrifft, dass Kinder ihre Eltern anstecken. Auch das wissen wir aus dem Ausland. Und deswegen sage ich zum Schutz der Kinder und Eltern, sorgen wir dafür, dass dieser Schutz wirklich gewährleistet ist. Und dazu gehört aber auch, wenn man sehr konsequent ist in solchen Fragen, wir brauchen lebensnahe Regeln. Lieber draußen als drin. Wer in den Zoo kann, ins Außengelände, der muss die Oma nicht zu Hause treffen. Wer hier über Ausgangssperren redet, und das scheint ja irgendwie das Hauptthema gerade zu sein, wer wann wo klagt und was da passiert. Und ich sage wirklich ganz klar, sowas muss angemessen und muss verhältnismäßig sein. Und es ist definitiv nicht verhältnismäßig, wenn Sie in der Wirtschaft weiter locker sind und die Tests nicht verbindlich sind und auf der anderen Seite die Ausgangssperren machen. Und nur das, sage ich, geht zusammen. Und nur dann haben wir auch eine echte Verhältnismäßigkeit. Lassen Sie uns das Gesetz verbessern, damit es eine echte Notbremse ist, meine Damen und Herren. Und dann ist nach der Notbremse vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz mit einem echten Stufenplan, mit echter Klarheit. Und hören wir in der Tat darüber auf zu reden, was alles nicht geht und mit wem es nicht geht, sondern tun wir das, was geht, gerne gemeinsam, aber bitte auch konsequent und wirksam. Vielen Dank.